liebe Margarete, vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein darf und die große Chance habe, von einem Zeitzeugen, der seit über 40 Jahren Permakultur betreibt, ohne dass er es wusste. Ja, das ist wirklich so, ja, ja. Nochmal eine schöne Zusammenfassung bekommen kann von dem, was ihr eben seit Jahrzehnten gemeinschaftlich bei euch im Haushalt gemacht habt und was auch heute Gott sei Dank von vielen Leuten besichtigt wird und durch regelmäßige Besucher auch geehrt wird. Ja, das ist so. Und auch praktiziert wird. Und naja, von euch natürlich auch noch praktiziert wird. Aber auch von den anderen nämlich dann. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Freue mich, dass es losgeht. Ja. Ja, ich freue mich auch wirklich, weil der Garten ist ja das Lebenselixier in jeder Hinsicht. Also wir sind seit 1973 hier in Guggerling 5, das ist in Österreich, in Oberösterreich. Und wir haben den Hof gekauft, haben ihn umgestaltet, so wie es für uns am besten gepasst hat. Und zwar, das war alles freies Land, es war keine Hecken oder irgendetwas. Und wir haben gesagt, wenn wir hier auf 500 Meter Seehöhe Gartenbau machen wollen mit Obst und Gemüse und Beeren, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch das Ganze einrahmen mit Hecken. Und das haben wir gemacht, Hecken gepflanzt, gleich im ersten Herbst und Winter. Und auch in den Beeten unten immer nur jede 20 Meter eine kleine Hecke, damit der Wind gebrochen wird. Und dann ist es ein sehr schönes Kleinklima. Das hat auch noch den Vorteil, dass sich dann die Vögel entwickeln können, dass auch die Vögel dann ihre Nester bauen können. Und die Vögel sind ja eine ganz große Hilfe. Die brauchen dann, wenn sie ihre Jungen aufziehen, brauchen sie sehr viel Futter. Und das holen sie sich dann aus dem Garten und überall, wo es einfach etwas gibt. Ja, und dann, mein Mann kommt aus Deutschland und Niederlande, Vaterseits Niederland und Mutterseits Deutschland. Und wir haben da sehr gut von Anfang an zusammengearbeitet. Wir haben immer von der Mischkultur und Permakultur haben wir erst spät gehört. Mischkultur lernten wir durch Frau Gertrud Frank kennen, schon in Deutschland in der Zeit. Und die Permakultur, da kam dann eine Exkursion von Witzenhausen bei Kassel. Und die haben dann gesagt, dass wir einen sehr schönen und guten Permakulturbetrieb haben. Und da waren wir ja doch sehr erstaunt, weil wir das Wort nicht einmal kannten und nie gehört haben. Und wir haben genau das gemacht, was die Permakultur auch genau 1974 auf der anderen Seite der Erde angefangen hat. Der Bill Mollison, wir haben hier in Österreich das gemacht und der hat das da drüben gemacht. Und 1996 haben wir dann davon erfahren, dass wir bereits so lange Zeit das machen, wo eben die Welt jetzt da sehr viel drauf schaut. Ja, und dann, unser Betrieb ist nur 3,5 Hektar groß und das reicht auch, weil wir haben 1600 Quadratmeter reinen Gemüsebau und das andere ist viel Obst und Gemüse, haben wir eben nur wenig, aber auch Walnüsse und Beerenkulturen und einen Hektar Wald. Und das Ganze ist sehr schön in arrondierter Lage, was auch wichtig ist, in einem Stück. Und so können wir das gut schaffen. Ja, und das Beet vorbereiten, das fängt dann immer im Frühling an. Wir haben im Herbst immer abgedeckt, das sehen wir dann am Schluss. Und dann wird das erst abgerecht. Und das hat einen großen Vorteil, wenn man die Beete zudeckt, weil nämlich dann der Boden die Feuchtigkeit halten kann, wenn im Winter mal die Sonne stark scheint oder auch der Wind stark weht, dann ist es auf alle Fälle gut. Dann rächen wir das ab. Und wir sind ja sehr stark daran interessiert, dass alles, was es gibt, verkompostiert wird. Das heißt, das ist jetzt Kompostmaterial und das wird aufgesetzt am Rand vom Gartenbeet und ein Stückchen weiter weg und dann Steinmehl bzw. Basaltmehl dazwischen gestreut, damit das genug Mineralstoffe auch hat. Und dann steht das aufgesetzt, das Kompostmaterial, also Laub und Gras und die Stängel von Mais und Zuckermais und Kohlpflanzen, das verkompostiert dann und kann in eineinhalb Jahre ungefähr wieder auf den Gartenboden gebracht werden, weil das dauert nicht so lang als die Küchenabfälle. Ja, und dann hacken wir kurz durch und dann wird gleich angebaut. Da, wo grüne Flächen waren, dann wird das abgeklopft und abgerecht, schön gerade gerecht und dann kommt der Reihenzieher
und da ziehen wir dann unsere Rillen. Und wir haben die Wege, die haben wir eingebaut. Die Frau Frank hatte keine Kleewege. Wir haben dann später die Kleewege eingebaut. Frau Frank war auch mal zu Besuch hier mit einer Exkursion. Und sie war sehr glücklich, dass wir die Mischkultur sowohl praktizieren als auch publizieren. Da war sie ganz froh darüber, weil wir ja einen großen Altersunterschied haben. Der Spinat wird eingesät mit der Sämaschine oder kann auch mit der Hand. Das sind zwei Spinatreihen auf dem Gartenbeet zwischen zwei Wege. Und dann kommt die Gründüngung, die Vorgründüngung vor den späteren Gemüsebauen, zum Beispiel bei Sellerie und Kohlpflanzen oder auch Salat. Und die bauen wir aber hinein in den Boden, damit die Vögel die Samen nicht holen. Dann steigen wir auch noch drauf und dann wird es zugedeckt, damit das dann auch wirklich gut wachsen kann. Und diese ganze Gründüngung, die Vorgründüngung vor der Pflanzarbeit im April, Mai, hat den großen Vorteil, dass der Boden gleich einmal begrünt wird, gleich im Frühling, und die Sonne nicht so viel austrocknen kann. Weil es ist ja bekannt, der reife Kompost, wenn der auf den Garten aufgetragen wird, dass der jedenfalls nicht verbrannt wird von der Sonne. Ja, und wenn dann draußen alles angebaut ist, dann gehen wir pikieren. Das heißt, die kleinen Jungpflanzen, die wir vorher schon ausgesät haben, werden dann vereinzelt in die Kisten hinein. Und wenn die dann wieder wachsen und fertig sind, dann sind so 2-3 Wochen vergangen, dann gehen wir in den Garten und rollen dann die Reihen ab, wo wir jetzt zum Beispiel Karotten anbauen oder Pastinaken und auch die rote Rübe. Da wird die Rille gezogen und dann wieder eingesät und auch wieder schön zugemacht. Der Gartenplan geht immer mit und der Weg ist jetzt schon so ein bisschen begehbar. Das ist Weißklee auf die Wege. Der ist trittfest und das passt sehr gut. Ja, und wenn dann wieder ausgesät ist draußen im Freiland, dann gehen wir ins Gewächshaus. Da haben wir den ganzen Winter alles grün. Da können wir ernten und wir haben ja Postversand für unsere Kunden. Und oberhalb, da stehen die Kistchen für die Jungpflanzen, die dann eben April, Mai ausgepflanzt werden. Und da sehen wir schon beim Poare- und Zwiebelpflanzen setzen. Und inzwischen ist auch der Kleeweg sehr schön gewachsen. Da kann man sich dann draufstellen, ohne dass der Boden zerdrückt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da pflanzen wir die Kohlpflanzen hinein und dann gießen wir auch ordentlich die Löcher fest, voll, damit das nämlich so viel Wasser wie möglich unten hineinkommt in den Boden und dann die Pflanze nicht weiter gegossen werden braucht. Und hier sehen wir die Selleriepflanzen setzen, das ist dann erst Mitte Mai. Da ist jetzt schon der Inkarnatklee als Vorgründung sehr schön gewachsen und der schützt dann auch die Selleriepflanzen und sammelt auch sehr viel Stickstoff. Und auch hier wird wieder sehr schön eingegossen, damit die Pflanzen sehr gut feucht haben. Und schön zugemacht, der Spinat ist auch schon sehr schön groß und dazwischen ist eine Karottenreihe, die wir gerade vorher ausgesät haben, vor 2 Wochen. Und jetzt sieht man das, die große Anlage, das ist dann alles sehr schön drinnen, in dem Garten eingebettet, alles grün, so wie das in der Permakultur sich auch gehört. Permakultur heißt ja eigentlich permanente Kultur, das heißt dauernde Kultur. Und das ist eine sehr gute Sache, weil der Boden einfach dann gut versorgt ist in dem Schutz von dem ganzen Grünen. Dann kommen auch mal Exkursionen von Gruppen oder auch das ist eine Exkursion von der Hochschule. Dann kommt die Zeit, wo der Spinat anfängt zu schießen. Der wird bis dahin fleißig geerntet, im Haus und im Verkauf verwertet. Dann wird abgehackt und das wird alles liegen gelassen. Dann kommt der reife Kompost auf den Boden drauf. Dann wird Steinmehl drauf gestreut, so einfach alles so zwischen den Reihen. Und dann wird drauf gemulcht mit Gras. Und wenn wir keine Schnecken haben, dann mulchen wir mit grünem Gras und wer Schnecken hat, der sollte das mit abgewelktem Gras machen. Weil das abgewelkte Gras, das mögen die Schnecken nicht so gerne. Und das ist dann das Bessere. Und dann haben wir auch die Kleewege, die wachsen dann inzwischen sehr schön groß. Und die werden dann abgerupft, währenddem wir auch nebenbei jäten und daneben gleich gemulcht. Und dann sieht man die Salate, wie sie alle da stehen und auch gemulcht sind mit ein bisschen Gras.
Salat darf nicht zu dick gemulcht werden, sonst fault er von unten her. Und da ist wieder die Ansicht, ein großes Beet. Hinten der Schutz von Hecke und Topinambur, damit, wenn es windig ist, einfach das Gemüse in Schutz steht. Und jetzt kommen wir zu unserem großen Thema, die Kompostbereitung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen ja unbedingt für das Leben den Kompost. Und das ist jetzt Kompostmaterial. Auf der Unterseite, wir setzen den Kompost nie um. Wir bauen ihn so auf, dass er stehen bleiben kann. 2,5 bis 3 Jahre zum Reifen. Wir haben 20 cm hoch Zweige aufgelegt und auf den Boden direkt. Und die sind dann so ungefähr 30 bis 40 cm lang. Und aber nicht zu dick. Das ist auch ganz wichtig. So 1 cm maximal oder 1,5. Lauter so dünnere Zweige. Dann kommt da Laub drauf. Oder wenn es im Sommer ist, dann kommt Gras drauf. Und dann wird Stängel drauf gestreut. Und dann können wir schon anfangen mit Kompostmaterial. Vom Küchenabfall oder von Heu, altes Heu oder alte grüne Blätter. Irgendetwas einfach drauf. Aber jedenfalls immer Schicht um Schicht. Küchenabfall und dann auch mal Gras und Brennnessel und Beinmehl und immer wieder mal Steinmehl. Und das sind jetzt lauter Komposthaufen hintereinander. Die stehen sehr schön nach der Reihe da. Das ist auch ein Rolliersystem. Immer wird der älteste verwertet und verwendet und der nächste kann wieder reifen. Und jetzt ist der Kompost reif. Jetzt können wir den Kompost sieben in die Kistchen hinein, wo wir dann wieder weiter anbauen und pikieren, so wie wir es vorhin gesehen haben. Und dieser Kompost kann auch beim Fruchtgemüse, wenn wir Fruchtgemüse pflanzen, ins Pflanzloch hinein, zum Beispiel bei Tomaten, Gurken, Kürbis, Zucchini und bei den anderen Sachen, zum Beispiel auch bei Karotten aussehen, einfach oben drüber streuen. Das ist ein ganz guter Kompost, das ist ein reiner Pflanzenkompost. Hat keinen Mist dabei, weil wir keine Viehwirtschaft haben. Und das ist für alle Hausgärtner und alle Gärtner überhaupt sehr gut machbar. Und der Kompost ist sehr gut. Die Pflanzen wachsen sehr gesund heran. Und man braucht da nicht irgendein spezielles Mittel noch dazugeben. Das ist jetzt der Kompost weitergebaut. Die Komposthaufen, also das Kompostmaterial, wird überall dort gesammelt, wo es etwas gibt. Und da wird es jetzt mit dem Gras noch einmal zugedeckt und Grasschnitt mit der Sense oder zum Beispiel können wir auch den Rasenschnitt dazu verwenden in die kleinen Gärten, Hausgärten, die Rasen haben. Das kann alles da verwertet werden. Man sollte es nur nicht zu dick drauf tun, sonst schimmelt es und fault es, sondern dünne Schichten und das kann auch zwischen die Kulturen immer gemulcht werden. Dann kommt wieder Heu drauf, was schon abgetrocknet ist, auf das grüne Steinmehl, Heu und dann noch einmal grünes und dann später wieder mal Küchenabfälle, lauter Kompostmaterial, sodass alles gut verwertet wird und es gibt eine sehr schöne Erde. Und das Ausgesiebte, wenn wir Kompost verwenden, dann sieben wir ja den Kompost, da kann man dann das Ausgesiebte von dem reifen Kompost dazwischen streuen. Das gibt dann gute Bakterienkulturen mitten in den Komposthaufen drinnen. Und das perfekt ist das dann. Dann kann der Kompost zu lang sein, wie wir Material zur Verfügung haben. Oder eben kurz, wenn wir nur wenig haben, einen kleinen Hausgarten. Und der kann jetzt stehen und reifen, wie gesagt, 2,5 oder 3 Jahre oder auch 3,5. Und es sackt dann zusammen und es ist eine wunderschöne Erde. Und jetzt gehen wir im Herbst ins Gewächshaus. Da bauen wir das an, alles an, was wir vorhin gesehen haben, das über Winter da wächst. Da sehen wir es wieder, draußen ist der Schnee und die Sonne und dann schneiden wir drinnen im Gewächshaus das Grüne, was ja im Winter Seltenheitswert hat. Und wir ziehen auch Salatpflanzen an oder auch Pflücksalate, Spinat und Kresse und vor allem auch fleißig Winterpostelein, weil das ist eine wertvolle Sache für den Winter. Und im Frühling, dann wird es schon wieder heißer und wärmer. Dann fängt das Spinat an zu schießen, dann hacken wir ihn ab und lassen ihn wieder an Ort und Stelle liegen, damit er wieder den Boden bedeckt und auch wieder den Boden das zurückgibt, was er hergegeben hat und was wir zur Ernte nicht
verwenden müssen, weil es nicht mehr gebrauchsfähig ist, aber für den Boden sehr wertvoll. Im Sommer kommt auf das Gewächshaus eine Beschattung drauf. Das fällt sowieso an beim Heckenschnitt. Das kriegen wir dann drauf. Und dann gibt es im Frühbeckkasten auch eine wunderbare Ernte. Auch die Mischkultur. Und dann ist wieder Sommerzeit, wo wir dann wieder in den Garten gehen. Alles ist grün. Die Hecken jede 20 Meter, die den Wind abhalten, sodass auch das Fruchtgemüse sehr gut wachsen kann. Und dann die Kamille darf auch stellenweise stehen. Das ist alles eine sehr schöne Kombination. Richtig Permakultur. Dann gibt es eine Himbeerreihe, die auch etwas Wind abhält und wo die Kinder sich freuen und auch die Erwachsenen, die dann pflücken kommen und ernten. Und daneben dann die Äpfel, ein Halbstamm, damit sie nicht zu hoch sind und Wind abhalten und ein bisschen Feuchtigkeit halten, auch zwischen den Beeten. Und im Herbst die Nüssernte, die werden dann getrocknet auf die Gitter. Da kommt von unten und von oben die Luft, genauso wie die Kräuter. Das ist mit Fliegengitter, von unten und von oben die Luft, wird schön getrocknet. Und die Kürbisernte auch im Herbst, die werden alle aufgestellt und die sind dann auf jeden Fall frostsicher, das ist ganz wichtig. Und im Herbst im Garten, noch so spät wie möglich, kommt dann das Kohlgewächs zur Ernte. Und wir sehen, der Kohl ist ganz, ganz sauber, es sind keine Löcher drinnen und sehr schöne Köpfe. Dann gibt es gutes Essen zur Abwechslung, dass es uns alles stärkt. Und jetzt kommt die Gründung und die Verwendung von Kompost. Das ist jetzt wieder reifer Kompost. Der ist 2,5 bis 3 Jahre oder 3,5 Jahre. Da ist die Zwiebel geerntet oder auch die Salatreihen, wenn es geerntet ist im August. Dann kann man den Samen ausstreuen, Gründüngung. In dem Fall haben wir Senf, Gelbsenf ausgesät. Dann haben wir den Kompost drüber gestreut und dann haben wir Steinmehl drüber gestreut und ein kleines bisschen feines grünes Gras. Und das geht dann so. Nach kurzer Zeit wächst dann der Senf heraus und kann dann den ganzen Boden sehr gut bedecken und die Senfwurzeln im Boden trennen, die machen das Senföl da hinein und der Boden ist sehr gut versorgt und eine gute Vorbereitung wieder für das nächste Anbaujahr. Wichtig ist, dass der Senf auf alle Fälle nicht zu lange am Gartenboden steht, er darf nicht blühen, weil sonst geht das nächstes Jahr nicht mit Kohlgewächse. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann kommt die Karottenernte. Das ist alles schön grün links und rechts. Und die Karottenblätter, die bleiben auch wieder genau dort liegen, wo die Karotten gewachsen haben. Das heißt, der Boden bekommt genau das zurück, was er hergegeben hat und was wir für unsere Ernte nicht unbedingt brauchen. Da ist die Sellerieernte, es ist sehr schöne Sellerie, haben wir jedes Jahr. Und da bleiben auch die Blätter liegen, soweit wir sie nicht brauchen. Sellerieblätter kann man trocknen für Sellerie und Kräutersalz. Und was nicht gebraucht wird, bleibt gleich wieder am Boden liegen. Ebenso die roten Rüben, die schon geerntet sind da. Und dann haben wir alles bereitgestellt zum Einlagern, zum Hinauffahren, zum Haus, zum Keller. Und im Keller liegt dann alles schön aufgestapelt, damit es gut hält über den Winter. Die Pastinaken, die roten Rüben, die Karotten, die Sellerie stehen alle da mit ein bisschen Herzblätter dabei. Und das Kohlgewächs, das Rotkraut und das Weißkraut, das bis im Frühling hinein sehr gut hält. Und wer nicht so eine große Menge hat, der kann das mit dem Strunk, mit den Wurzeln auf den Boden stellen im Keller. Das hat einen großen Vorteil, weil dann von unten und von oben die Luft kommt und die Fäulnisgefahr weitaus weniger ist, als wenn es alles auf einen Haufen zusammengelegt werden muss. Das ist dann im Dezember ein schöner gedeckter Tisch mit all den vielen verschiedenen Gemüsesachen, die wir geerntet haben und die eingelagert sind. Und es ist wirklich der Winter ein reichliches Mahl jedes Mal. Möglich, dass wir gesund und fit bleiben. Viele Vitalstoffe, Mineralstoffe
und Vitamine und alles in frischer Qualität. Das ist sehr hilfreich. Und unsere Produkte verschicken wir per Post. Einmal die Woche wird das weggefahren und die Leute bekommen das und sind alle sehr froh. Und das machen wir schon 40 Jahre lang. Und wir haben eine Familie schon in der zweiten Generation. Die Frau von der Familie, die hat als Kind schon unser Gemüse und Obst gegessen und jetzt sind ihre Kinder schon wieder groß und haben das auch. Und das ist eine sehr angenehme Sache, wenn die Menschen zufrieden sind. Und jeder kann das machen, auf kleinen Beeten, muss nicht groß sein und es ist eine wunderbare Sache, Gemüsebau und Beerenbau und Obstbau. Ja, das ist es. Und im Herbst ist das Ganze abgedeckt, wie man hier sehen kann, mit Laub. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Bäumen, den Obstbäumen, das Laub lassen, wenn das irgendwie möglich ist, weil die brauchen das eigentlich selber wieder. Das ist eine Eigendüngung. Laub, was wir verwenden, ist von Haselbüsche, die dann ganz eng stehen und sowieso viel Laub haben, und von Birken etwas und von Linde und von Eiche. Als Eiche sollte man nicht nehmen, die hat viel Gerbsäure. Auch die Walnüsse nicht, weil das hat auch viel Gerbsäure und ist wachstumshemmend. Also das Laub von den anderen Bäumen, Ahorn, Esche, das geht alles sehr gut. Jawohl. Und so passt das jetzt. Das habe ich das einfach kurz dargestellt. Dann gibt es noch unsere Bücher. Das Buch ist vom Jakobus Langerhorst. Das gibt es nur noch über uns, also direkt bei uns zu bestellen, weil wir haben den Verleger, wie er seinen Verlag geschlossen hat, die Bücher, den Restbestand abgekauft und haben das jetzt bei uns noch den Rest aufgehoben. Und wenn jemand Interesse hat, dann kann er das bei uns beziehen, einen anrufen oder schreiben und das schicken wir dann per Post. Und es ist sehr gut geschrieben. Jakobus hat ganz viel über den Boden geschrieben, über das Kompostieren, wie das alles gemacht wird, auch über Mischkultur. Und die zwei Bücher ergänzen sich. Ich habe auch ein Buch geschrieben und da ist es dann mehr über Mischkultur direkt, aber auch über Kompost und über Gründüngung. Und die zwei Bücher, wenn man beide hat, dann hat man wirklich ganz umfangreiche Informationen. Und sie sind auch schön mit Zeichnungen und auch mit Bildern, mit Fotografien versehen, sodass das alles sehr anschaulich ist, vor allem, weil wir sie aus der Praxis geschrieben haben und viel eigene Erfahrungen drin stecken. Und die Leute haben immer Freude daran. Und mein Buch ist im OLV Verlag, das kann man über jede Buchhandlung beziehen und das von Jakobus eben nur noch über uns. Und so wünschen wir allen Leuten einen sehr guten, erfolgreichen Gartenbau, Permakultur und Mischkultur, das passt wunderbar zusammen. Und heute ist ja ein großer Trend, das vegane Leben, ist ja sehr modern. Und wir leben schon seit 44 Jahren hier und so, auch vegan. Und wir bauen unser Gemüse alles vegan an. Und das ist sehr praktisch, weil wir auch wenig Land zur Verfügung haben. Das heißt, mit wenig Land kann man ganz einfach und schlicht vegan anbauen. Und es ist ja auch eine Tatsache, wenn man keine Viehwirtschaft hat, dann kann man 8 bis 10 Mal weniger Land bebauen und hat nicht so viel Fläche nötig, als wenn man eben mit Viehwirtschaft das macht. Also es geht ganz gut. Und wir brauchen keinen Mist, wir brauchen das auch gar nicht. Unsere Böden sind sehr fruchtbar und sind immer besser und besser geworden. Wir haben den Hof übernommen, da war vorher Getreidebau und da war der Boden natürlich nicht so wie Gartenbau. Da hatten wir viele Schnecken, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten 13 Jahre lang sehr viele Schnecken, weil der Boden eben nicht so wirklich Gemüsebauboden war. Und wir haben dann intensiv gesucht, was der Grund ist. Ich habe schon den Himmel angefleht, muss ich sagen. Und dann habe ich gesehen, dass es nur mit Kompost am besten geht.